Wie du schon am Titel gesehen hast, geht es hier um das Verpackungsgesetz, was 2019 in Kraft getreten ist. Um genau zu sagen, geht es hier um Versandverpackungen, um Produktverpackungen und um Versandmaterialien und viele andere Dinge. Hier erfährst du, ob es auch dich betrifft, wie du deine Verpackungen lizenzieren lassen kannst, mit welchen Kosten du rechnen kannst und wie du das Ganze für dich umsetzt. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn dich solche Videos interessieren und du mehr davon sehen möchtest, um das Thema E-Commerce herum, um die Marktplätze, wo du erfolgreich deine Artikel verkaufen kannst und schlussendlich damit selbstständig werden kannst, dann abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir switchen rüber auf mein Notebook, wo ich das Ganze euch zeigen werde. So Freunde, dann lasst uns mal anschauen, worum geht es hier eigentlich beim Verpackungsgesetz, wen betrifft das Ganze und wo muss ich mich registrieren bzw. welche Kosten kommen auf mich zu. Dazu habe ich mir hier mal eine Seite aufgerufen, verpackungsgesetz-info.de. Auf dieser Seite könnt ihr das Ganze einfach schnell nachlesen. Für euch gibt es hier auch ein Erklärvideo, was wir gleich gemeinsam auch anschauen. Das ist wirklich simpel erklärt. Ich werde dazu auch ein paar Sachen kommentieren. Und wie gesagt, wie immer stelle ich euch alle Informationen, die ich euch hier zeige, auch unten in der Beschreibung zur Verfügung, so dass ihr das Ganze nachlesen könnt und für euch umsetzen könnt. Dann schauen wir uns direkt mal das Video an, wo uns das Ganze erklärt wird. Max ist Online-Händler und vom neuen Verpackungsgesetz betroffen. Dieses tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt die bisherige Verpackungsverordnung. Ja, wie ihr seht, das Verpackungsgesetz ist seit 2019 in Kraft getreten. Vorher war es eine Verpackungsverordnung. Da war es auch schon Pflicht, sich dafür zu registrieren bzw. Verpackungen lizenzieren zu lassen, wenn ihr Erstverkehrbringer gewesen seid. Da wurde wohl nicht viel gemacht, deshalb hat man daraus ein Gesetz gemacht und da sollte sich jetzt jeder dran halten, denn die Strafen dafür sind sehr hoch. Das kann bis 200.000 Euro kosten und im schlimmsten Falle kann es auch ein Geschäftsverbot mit sich ziehen. Das heißt, ihr könnt euer Gewerbe, Nebengewerbe nicht mehr ausüben und euch wird das Ganze untersagt. Das Verpackungsgesetz gilt für alle Hersteller und Vertreiber, die bestimmte Verpackungen, zum Beispiel aus Pappe oder Kunststoffen, in Verkehr bringen. Genau, da um diese Materialien geht es hier. Wenn ihr erst in Verkehrbringer seid von diesen Materialien, dann müsst ihr diese lizenzieren lassen. Wann bist du erst in Verkehrbringer? Das bist du eigentlich generell immer, wenn du Waren aus Fernost beispielsweise importierst. Die haben eine Umverpackung, die kann aus Kunststoff sein, die kann auch aus Papier sein. Diese Umverpackung, die müsst ihr anteilig ja, von den Grammzahlen summieren auf die Mengen, die ihr da in Verkehr bringt und das Ganze natürlich auch angeben und lizenzieren lassen. Genauso auch wie die Versandverpackung, die ihr dann an den Endkunden sendet, die müsst ihr auch natürlich lizenzieren lassen. Für Max ergeben sich nun einige Änderungen. Max muss sich zukünftig bei der neu geschaffenen zentralen Stelle registrieren. Genau, Stiftung Zentrale Stelle, Verpackungsregister. Da ist es wichtig, sich jetzt registrieren zu lassen, wenn du dein Geschäft schon seit 2019 betreibst und da noch nichts angegeben hast, dann registriere dich zumindest jetzt. Du kannst alles rückwirkend angeben. Lange würde ich damit nicht warten, denn diese zentrale Stelle, die wir uns auch gleich anschauen können, die hat Zugriff zu allen Ämtern, zu allen Daten, denn irgendwo bist du als Gewerbetreibender registriert und wenn du nicht auf der zentralen Stelle auftauchst im Register, dann kannst du da schon definitiv mit Abmahnungen rechnen. Deshalb ist es wichtig, sich hier zu registrieren. Bist du neu in diesem Geschäft und planst jetzt einen Online-Handel zu starten, dann solltest du dich umgehend kurz nach deiner Gewerbeanmeldung da registrieren und listen zu lassen. Zu dem dualen System, wo du deine Verpackung dann lizenzieren lassen musst, dazu kommen wir gleich. Sonst darf er seine Produkte nicht vertreiben. Macht er es doch, drohen hohe Bußgelder. Max muss die Angaben zu seinen Verpackungen an die zentrale Stelle übermitteln und sie, wie bisher auch, bei einem der dualen Systeme lizenzieren. Genau, wie angesprochen bei den dualen Systemen, da zeige ich euch gleich ein paar, wo ihr das Ganze, die Mengen angeben könnt und das Ganze lizenzieren lassen müsst.
Und ja, ich denke, das wird gleich in einem weiteren Video erklärt. Die dualen Systeme sind in Deutschland für die Sammlung und Verwertung von gebrauchten Verpackungen verantwortlich. Auch die dualen Systeme müssen ab 2019 die von Max und allen anderen Kunden lizenzierten Verpackungsmengen an die zentrale Stelle melden. Genau. Da wird nämlich von den dualen Systemen an die zentrale Stelle das Ganze gemeldet. Da findet ein regelmäßiger Austausch statt. Also wichtig ist, dass ihr die Menge, die ihr wirklich da bei der dualen Stelle, wo ihr eure Verpackung lizenziert, angibt, dass die mit denen übereinstimmt, die ihr auch bei der zentralen Stelle angibt. Ja? Das heißt, überall die gleichen Mengen eingeben, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Damit sollen ein einfacher Datenabgleich sowie ein hohes Maß an Transparenz erreicht werden, um eine faire Kostenverteilung zu gewährleisten. Max darf Dritte also zum Beispiel eines der dualen Systeme mit der Erfüllung seiner Pflichten beauftragen. Genau. Was beauftragt er damit? Das denke ich, dass wir das auch gleich im Video erfahren werden. Ich will das nicht vornehmen. Bleibt jedoch weiterhin für diese verantwortlich. Registrierung und Datenmeldung muss Max höchstpersönlich übernehmen, kann sich bei der Erstellung aber von Dritten unterstützen lassen. Mit dem Gesetz soll nicht nur erreicht werden, dass sich alle Hersteller und Vertreiber am System beteiligen, auch die Recyclingquoten steigen für die verschiedenen Materialien ab 2019 und 2022 nochmals deutlich an. Genau, und das ist auch der Grund, warum wir unsere Verpackung lizenzieren lassen müssen, denn mit dem Online-Geschäft und Online-Handeln hat sich die Verpackungsmenge dramatisch erhöht und die muss natürlich auch irgendwie recycelt werden. So müssen wir uns Händler, die Verpackungen in den Umlauf bringen, daran beteiligen, so dass wir der Umwelt was Gutes tun damit. Ja? Und darum geht es das Ganze natürlich auch. Dazu kommen weitere Änderungen, etwa bei der Definition von Umverpackungen oder Versandverpackungen. Auf den ersten Blick scheint dies alles kompliziert. Die vielen Vorschriften sind jedoch notwendig, damit Verpackungen umweltgerecht verwertet und die Kosten dafür fair verteilt werden können. Genau, wie schon gesagt, wurde hier das Ganze nochmal angesprochen. Wir müssen uns an den Kosten beteiligen. So, wie machen wir das Ganze nun? Der erste Schritt, den ihr machen solltet, ist, euch hier in der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister anzumelden. Dazu drückt ihr dann auf das Verpackungsregister und könnt hier einmal auf Registrierung klicken und könnt euch hier registrieren lassen. So. Was wählt ihr hier aus? In der Regel seid ihr Hersteller. Nicht erschrecken, Hersteller seid ihr generell immer, auch wenn ihr Reseller seid, beispielsweise jetzt keine Produkte selbst importiert oder selbst produzieren lasst, seid ihr dennoch Hersteller in der Bezeichnung und Registrierung starten. Da gebt ihr euer Unternehmen an. Wenn ihr jetzt kein Unternehmennamen habt, dann steht hier, dass ihr auch einfach nur die Geschäftsbezeichnung eingeben könnt. Das heißt, wenn ihr Onlinehandel betreibt auf Marktplätzen, dann könnt ihr hier einfach Onlinehandel eingeben. Dann euren Nachnamen und dann folgt auch die weiteren persönlichen Daten, die ihr angeben sollt. Wenn ihr dann registriert seid, müsst ihr euch ein duales System aussuchen. Ein duales System ist das, wo ihr eure Verpackung lizenzieren lässt und dann diese werden sich, wie in dem Video erklärt, dann um das Recyceln kümmern und für euch das Ganze abwickeln. Ich habe hier zwei duale Systeme rausgesucht, und zwar Lizenzero ist das einmal und die andere Plattform ist Smart Verpackungslizenzierung. Ja. Hier könnt ihr für euch einmal durchrechnen, welche Preise für euch hier angegeben werden. Wie ihr sehen könnt, hier könnt ihr das Ganze auch noch für 2018, 2019 und 2020 angeben. Ja? Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, welche Verpackungen bei euch anfallen bzw. welche Gewichte die haben, dann könnt ihr euch erstmal an euren Lieferanten wenden, der euch diese Verpackungen liefert, beziehungsweise an den Hersteller, wo ihr eure Ware produziert. Die wissen genau, was die Umverpackung beziehungsweise die ganzen Verpackungsinhalte darin an Gewicht haben. Könnt ihr dann so gesagt summieren auf die Menge, wie viel ihr davon vertreiben tut in diesem Jahr. Und solltet ihr aber jetzt keine Informationen oder keine genauen Informationen dazu finden, dann habt ihr hier die Möglichkeit bei Lizenzero ganz einfach einmal hier das Ganze
berechnen zu lassen. Wenn ihr jetzt kleinere Verpackungen habt, zum Beispiel Kartons in Format S, das seht ihr hier, das wären solche Maße wie hier angegeben. Dann haben wir hier ein Gewicht von 65 Gramm pro Karton inklusive den Packband. Wenn ihr dann Füllmaterial noch hinzufügt, dann habt ihr hier auch eventuell das Ganze ein bisschen, ja, auf 70 Gramm wird das dann Ganze geschätzt. Und dann gebt ihr einfach nur die Stückzahl an, ja. Sagen wir mal, hier haben wir 1000 Stück davon im Jahr am Versenden. Und dann habt ihr schon gleich direkt hier eine Kalkulation. Und zwar ergibt das 212 Kilogramm für das ganze Jahr. Wenn ihr das Ganze rückwirkend macht, dann gebt das so gut wie möglich genau an. Und übermittelt das Ganze. Wenn ihr jetzt in Zukunft das Ganze macht, das heißt, ihr meldet euch jetzt für einen Online-Handel an und möchtet Versandverpackungen verschicken, dann müsst ihr das Ganze schätzen. Wie viel werdet ihr davon verkaufen? Diese Schätzung gebt ihr als erstes an. Wir gehen mal zurück zum Kalkulator. Und zwar für 2020 gebt ihr jetzt diese Schätzung hier an. Sollte sich daran was ändern, das heißt, es wird mehr oder weniger, könnt ihr das Ganze nochmal korrigieren lassen und könnt das den Preis dann dementsprechend anpassen. Was ihr aber jetzt hier bei dem dualen System angibt, ist echt wichtig, dass ihr auch genau die Mengen in der zentralen Stelle angibt. Das heißt, die müssen nachher miteinander synchronisiert werden, beziehungsweise die tauschen sich untereinander aus. Und wenn da irgendwas an Fehler kommt, dann seid ihr direkt verdächtig, dass ihr eventuell hier was falsch angegeben habt. Und das bringt nur Schwierigkeit mit sich. Deshalb achtet darauf, dass ihr das Ganze genau angibt. Dann gibt es hier noch die weitere duale Stelle, die ich für mich entschieden habe, die günstigste ist, und zwar smart.de. Das funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Ihr klickt einfach auf Preis kalkulieren. Da habt ihr das Ganze dann auch sogar mit Bildern und könnt auch hier eure Verpackungsmaterialien eingeben, die ihr so gesagt verschickt an den Endkunden, und habt ihr auch hier eure Jahressumme. Hier habe ich einen Vorteil, und zwar habe ich euch für euch hier einen Gutschein-Rabattcode, den ihr wählen könnt, und zwar ist das HBUND10. Da kriegt ihr 10% für eure Erstlizenzierung Rabatt. Den werde ich auch unten nochmal in die Beschreibung verlinken. So, dann noch kurz zu der zentralen Stelle. Wenn ihr euch dann hier registriert habt, sieht das Dashboard so dementsprechend aus. Ihr könnt hier nochmal eure Stammdaten vervollständigen. Was wichtig ist, ihr müsst Markennamen angeben. Wichtig ist also, die Markennamen anzugeben. Hier müsst ihr alle Marken hinzufügen, die ihr als Verkäufer verkauft bzw. auch auf den Markt gebracht habt. Habt ihr jetzt keine Marken, habe ich in Erfahrung gebracht, da reicht es wirklich, den Unternehmernamen einzugeben. Seid ihr Reseller beispielsweise von Produkten, die schon ein anderer Hersteller produzieren lässt und ihr verkauft die einfach nur weiter, müsst ihr auch diese Marken hier angeben. Ja, des Weiteren ist natürlich die Datenmeldung sehr wichtig. Das könnt ihr hier machen. Die Datenmeldung ist natürlich eins der wichtigsten Angaben, die ihr hier machen müsst. Und ihr könnt natürlich das Ganze schon mal im Voraus angeben, das heißt für 2021, das macht ihr hier. Unterjährige Meldung, das würdet ihr hier machen, und zwar könnt ihr auch von wann bis wann das Ganze einmal angeben. Und Jahresabschlussmengen, das ist auch sehr wichtig, das ist dann halt zum Ende des Jahres, müsst ihr bis zum 15. Mai des Folgejahres, das heißt 2021, müsst ihr die letzte Menge angegeben haben, die für euch 2020 angefallen ist. Das tut ihr dann hier, indem ihr das Ganze hier bei 2020 auswählt, dann den Systembetreiber, das wäre jetzt Lizenzero oder Zentec heißen die ja, hier auswählen, und dann müsst ihr hier die Mengen angeben. Das heißt, genau wie schon gesagt, 1:1 die Mengen angeben, die ihr auch vorher angegeben habt. In dem Falle müsst ihr diese korrigieren, ja? Und dem dualen System müsst ihr diese natürlich auch mit angeben. Habt ihr jetzt aber Mengen, die 2019 angefallen habt und möchtet das Ganze nachmelden, dann könnt ihr das hier, das Ganze hier tun, und zwar sucht ihr dann den Meldezeitraum aus. Wie ihr seht, könnt ihr das rückwirkend bis 2012 machen. Habt ihr jetzt 2019 angefangen, dann klickt ihr einfach auf 2019, sucht genauso den Systembetreiber aus,
Lizenzero wäre jetzt hier der Betreiber und gebt hier 1 zu 1 die Mengen an, die euch wirklich angefallen sind. Ja, so viel dazu. Falls ihr noch Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich antworten und euch hierbei helfen. Wenn ihr direkt Fragen habt, dann könnt ihr auch hier den telefonischen Support kontaktieren. Da ist werkstags immer jemand erreichbar und die helfen euch natürlich, das da natürlich ins Detail und können da definitiv alle Fragen beantworten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video hilfreich war und geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, wenn du mehr von solchen Themen erfahren möchtest. Drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.